Hi Freunde, was ist los? Ich bin's wieder und ich fange heute mit einer neuen Serie an, und zwar ist es Minecraft Hardcore Modus. Und zwar so eine Art Survival. Ich werde in den nächsten, weiß nicht, 50 Folgen versuchen, so gut wie möglich und erfolgreich wie möglich zu überleben im Hardcore Modus. Und wir fangen einfach mal an, und zwar habe ich mir ein paar Ziele gesetzt, und zwar werde ich, hallo? Ja gut. Und zwar werde ich zuerst mal mir eine Hütte bauen, Haus bauen, und dann vielleicht noch Turm, Bunker, Panikraum und gegebenenfalls noch Felder, um Gemüse und so weiter anzupflanzen. Und ich lasse mir jetzt mal nicht viel Zeit, weil es ist sehr, die Zeit ist knapp, hallo? Stirb. Die Zeit ist knapp. Wenn die Sonne untergeht, spawnen sich die ganzen Viecher, die sich nicht spawnen sollten. Und wenn das passiert, dann kann man nicht mehr so schnell raus, weil gerade im Early Game hat man dann kein Diamantschwert oder Diamantrüstung und dann sind Slender, Entschuldigung, nicht Slender, nicht Slender, sondern Creeper dann noch ziemlich unfreundlich. So, zwei Holz, nee, reicht. Drei Holz, noch ein mehr, so. Okay. Dann fangen wir erstmal an. So. Einmal eine Werkbank. Ein paar Stöcker. Und das war's dann auch schon. Man sollte sich wirklich beeilen, okay. Was brauchen wir nicht? Wir brauchen eine Spitzhacke. Zack. Und auf jeden Fall noch eine Axt. Und das war's dann auch erstmal. Na, nee, noch eine Schaufel. Eine Schaufel können wir auch nochmal machen. So. Und jetzt werden wir einfach mal als zweiten Schritt, jetzt haben wir schon ein bisschen Hühnerfleisch gesammelt. Ein bisschen um die Hungeranzeiger vielleicht ein bisschen vergessen zu können. Suchen wir einfach mal hier einen Weg raus aus dem Dschungel. Oh Mann, ich mag den Dschungel nicht. Da findet man sich nie zurecht. So, wir werden einfach mal in die gemäßigste Zone gehen. Gibt es auch am meisten Rohstoffe, beziehungsweise Höhlen. Habe ich zumindest hier auf Erfahrung gemacht. Vor allem die Kohle kann man sehr gut gebrauchen, damit wir auch Fackeln machen können. Das ist auch schwer. Und, genau, Schafe. Schafe ist das Wichtigste. Wenn man nicht schlafen geht, spawnen sich die ganzen Ungeheuer und dann ist es nicht mehr ganz so lustig, wenn man dann morgens wieder, wie wir es machen werden, hier rumlaufen wird und dann die ganze Zeit gekillt wird. Beziehungsweise einmal gekillt wird, dann sind wir ja tot. Ne? Das muss man nie außer Acht lassen, okay. Oh, Lust stirbt schon, ey. Oha, ich bring dich so um. Ja, Spitzhacke. Reiß ich dir den Kopf ab. Aber lauf doch nicht weg. Na gut. Noch eine Kuh. Die bringt immer viel Rindfleisch. Zack. Und das war's dann auch schon. Jetzt werden wir uns mal einen guten Platz für ein Versteck suchen. Und für einen Bunker suchen. Und da haben wir es doch auch schon. So ein kleiner Hang. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus gerade. Ah, Hang. Ah, ich weiß ja nicht genau. Das werden wir uns jetzt ja einmal aussuchen, dann bleiben wir da auch. Er vorerst mal. Ah, hier. Doch, hier sieht's. Ja, schön. Hier sieht's gut aus. Hier in den Fels gemeißelt. Zwischen die Bäume, da findet man's nicht so gut. Da, 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 da. Aber auf jeden Fall mal erstmal ein bisschen enger machen, das Ganze. Und so habe ich mir schon ein Konzept ausgesucht. Ja. Und zwar werde ich das so machen, dass ich hier eine kleine Nische baue für das Bett. Und dass ich, oh, ich bin auch so doof. Na gut. Noch ein weiter rein. Dass ich hier eine kleine Nische fürs Bett baue. Und hier einmal für die Werkbank. Und hier einmal für den Ofen. Zack. So, fertig. Machen wir es mal schnell. 8 Stein,
Stücke für den Ofen. Das passt gut. Dann machen wir es jetzt mal Steinspitzhacke. Ist am Anfang ein bisschen. So, das, was brauchen wir? Kohle brauchen wir noch. Und ein Bett. Oh, jetzt müssen wir Holz hacken gehen. Fürs Bett. Wird eine ziemlich lange Reise. Allein verschollen auf so einem Eiland. Ist eigentlich auch cool, wenn es in echt passieren würde. Hätte man wenigstens mal was zu tun. So. Und daraus bauen wir jetzt das schöne Bett. Hier Kopfkissen und eine Decke. Und da haben wir es auch schon. Zack. Und so. Und das Problem ist, wir bräuchten jetzt eine Fackel, auch um zu gucken, wo wir denn waren. Aber wisst ihr was? Ich baue einfach. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich die Mine im Haus bauen, damit man Kohle, Erz und so weiter abbauen kann, ohne dass man das verlassen muss, das Versteck. Das hat natürlich auch viele Vorteile dann. Gerade wenn es mal nicht so verpasst von der Zeit her und man dann vielleicht zu spät kommt und dann sich ziemlich beeilen muss. Ich könnte mir auch noch eine gute Rüstung gebrauchen. Es wäre im Grunde. Ach, wisst ihr was? Ich werde es einfach im Gebäude. Hui, hui. Eine Mine bauen. Wieso nicht? Ich brauche jetzt schnell Kohle. Ich habe nur noch viereinhalb Essen. Oh, komm, Kohle. Bitte. Bisschen Glück braucht man. Ah, hier aber noch ein bisschen tiefer rein. Oh, ich bin auch zu doof. So, hui und hui und hui, so. Ich weiß auch gar nicht, ob die Creeper und so weiter sich spawnen, obwohl man, nur weil es hier eine dunkle Ecke ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir sicher, dass das Erz ist. Guck mal, es geht doch gut los und da ist auch noch Kohle. Nice. Skill. Das ist Skill. Richtig schön. Kohlemine. Zack. So soll's doch losgehen. Das ist nice. So. Hier ist meine Fackel hin. Ah, schön. Da bin ich doch gleich mal zufrieden mit meiner Arbeit. Guck mal, da hatte ich Händchen, ne? Ja, hier. Wie die schöne. Da hätte ich Händchen. Und wie? Okay. So. Kohle habe ich abgebaut, aber nein, da ist ja noch Erz. Eisenerz. Ah, das ist richtig. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Ja, das ist ja auch der Anfang von meinen Minecraft, Videos. Ich werde vielleicht noch einige Tutorials machen. Ich werde noch Texture Packs machen. Aber was hatte ich jetzt vor? Ich hatte vor, genau, das hatte ich vor. Kohle, so. Und ein guter Trick ist auch immer hier einfach eine Fackel hinzumachen. Da. Gras weg, da. Weil ich hatte mal das Problem, dass ich zwar ein riesen Gebäude hatte. Aber ich habe es dann nicht mehr gefunden. Das ist natürlich auch ein bisschen schlecht und ich habe wieder was vergessen und zwar wollte ich nicht das machen, sondern das wollte ich machen. Genau, weil ich habe nur noch drei Essen und wo steht die Sonne? Ich glaube, die ist schon längst über dem Zenit. Ach, weiß nicht genau. Nee, ich glaube, heute werde ich jetzt nicht mehr weit von hier weglaufen. Ich werde es mir dann hier gemütlich machen und erstmal Bubu machen, ins Bettchen gehen. Erstmal schön Hühnchen essen. Na, das ist lecker. So. Es wird auch langsam dunkel, ja, ich weiß nicht so. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal. Kohle, es ist alles, ist schon für alles gesorgt eigentlich. Dann werden wir jetzt mal gleich
neuen Lager bauen, wo ich dann die ganzen wichtigen oder unwichtigen Sachen wie im Keller verstauen kann. So kann ich nämlich eine ganze Menge Kisten hinbauen. Ich habe nicht genug Holz und das ist dann besser auch, wenn ich viele Rohstoffe sammle, dass ich dann Sacktruhe. Nee, den Knopf will ich nicht haben. Dass ich den ganzen Müll, zum Beispiel die Samen und die Federn, alles hier reinwerfe. Das brauche ich auch wieder nicht. Ich bin auch durcheinander. So. Ich bin auch durcheinander. Aber ich glaube, das war ein guter Start. Das war Let's Play Minecraft Hardcore Survival Modus Part 1. Und wir sehen uns dann im zweiten Part wieder.